Hallo und herzlich zurück zu Train Fever. Und in der Folge haben wir einiges zu tun, vor allem auch einiges zu besprechen. Finde ich nämlich super, dass sich so ausführlich in den Kommentaren unterhalten wird über diverse, Optimierungen, nennen wir es mal so. Jetzt habe ich ein bisschen gebraucht, das passende Wort zu finden. Über diverse Optimierungen wird auch fleißig diskutiert über die Signale. Ich glaube, mittlerweile habe ich sie halbwegs im Griff. Eine Anlage, die wir auf jeden Fall noch ausbessern können, ist die hier. Ich würde sagen, da machen wir einfach auch Ausfahrtsignale. Brauchen wir allerdings ein bisschen Geld. Mal schauen, ob es hier zwei ausgehen. Was insofern jetzt nicht ganz so schlimm wäre, das nicht zu haben. Beziehungsweise könnte man das hier theoretisch auch stehen lassen für den Moment. Solange wir nur einen Zug hier reinfahren lassen. Sobald wir den zweiten Zug reinfahren lassen, wird das auf jeden Fall zu einem Problem. Also machen wir es vielleicht korrekterweise gleich weg. Und wo ich glaube ich noch eins aufstelle, ist auf der Strecke oder vielleicht eher etwas näher hier. Aus dem einfachen Grund sollte hier ein Zug warten. Blockiert er den Kohlezug, also rein theoretisch müssen wir das Signal auch noch versetzen. Und zwar, hierhin in etwa. Dann kann er hier stehen und der Kohlezug kann hinten rumfahren. Also so sollte jetzt eher passen. Und das setzen wir, glaube ich, in etwa in die Mitte der Strecke. Weil, gab es auch eine schöne Diskussion, dass ich mir auch mittlerweile von mehrfacher Seite habe bestätigen lassen. Die Aufteilung der einzelnen Züge auf die Linie, also dass sie sich automatisch verteilen, funktioniert nicht ganz einwandfrei. Zumindest nicht so einwandfrei wie zum Beispiel bei den Bussen. Weil die Wartezeiten der Züge in den Bahnhöfen ein bisschen Probleme machen. Heißt, hier zum Beispiel so enge Abstände zu machen, ja, ist eben in dem Fall insofern kontraproduktiv, als dass man hier zwei Züge fahren hat, die, wie jemand so schön geschrieben hat, dann aufeinander auflaufen können, weil der vorherige immer eine längere Ladezeit hat, weil er immer die immer mehr Passagiere hat wie der hintere und der hintere holt dann immer weiter auf und durch das automatische Abstand halten lässt sich das schwer kompensieren. In dem Fall natürlich, hier müssen wir es relativ dicht haben, weil da fahren wir ja mit mehreren Zügen auf derselben Strecke und in dem Fall ist es auch egal, weil da fährt nur ein Zug, aber da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. Keine Frage. Und auch hier vielen Dank, ich habe wohl offensichtlich den Bahnhof irgendwie nicht angeschlossen oder rausgelöscht oder wie auch immer ich das geschafft habe. Dietersdorf sind wir unterwegs. Und zwar zwischen der Haltestelle 5 und 6 fehlt da noch der Bahnhof. Dankeschön für den Hinweis. Sollte das auch korrigiert sein und hoffentlich helfen, dass hier unser Zug ein bisschen mehr Passagiere bekommt oder schneller Passagiere bekommt und gehen wir gleich ein bisschen Kredit zurückzahlen, wenn wir schon Geld haben. Und lass uns einfach ein bisschen laufen und schauen uns mal die Gesamtsituation in Ruhe an. Hier haben wir nämlich, glaube ich, auch nach und nach relativ viel Passagiere. Das werden wir ein bisschen beobachten. Vielleicht müssen wir unsere Züge da etwas ausbauen, den einen oder anderen Waggon anhängen. Gleich direkt ersetzen gegen neue. Könnte ein bisschen teuer werden. Müssen wir schauen. Aber ich hoffe eben jetzt mit dem neuen Zug hier wird das ein bisschen besser. Ja, da sehen wir es jetzt schön. Der zum Beispiel fährt so ein bisschen langsam hinten auf den da. Einfach weil er immer weniger zum Tun hat. Wir könnten immer ein bisschen bremsen. Künstlich verzögern mal für eine Zeit lang. In der Hoffnung, dass wir das halbwegs ausgleichen können. Warten einfach bis der Zug irgendwo hier ist in etwa. Dann starten wir den wieder. Ah, der ist schön voll mittlerweile. Eben, genau das ist das Problem. Der ist immer voll, braucht relativ lange zum Laden. Es sind nur mal wenige Passagiere am Bahnhof. Der ist wesentlich schneller mit Laden und kommt dem anderen deswegen immer mehr hinterher. So, und ich glaube, ich habe es letzte Folge gemacht oder gezeigt für den Fall, dass ich es wirklich vergessen habe. Schauen wir es uns nochmal an. Die maximale Lieferkapazität für die Städte ist wirklich erreicht. Kann man bei den Städtenamen einfach klicken, sieht man 38 von 38. Und in Dietersdorf und in Eschloff ist es ähnlich. Entsprechend produziert einfach hier
das Stahlwerk nicht mehr wie die 100, 110, wie weit auch immer jetzt noch raufgehen mag, weil hier nicht mehr abgenommen wird, beziehungsweise zum Teil, weil angeblich auch nicht genug Kohle angeliefert wird. Könnte man schauen, ob man das auch noch ausgleichen müssen, in dem Fall nicht. Also es liegt weniger Kohle da zur Zeit, wie wir abtransportieren können, also müssen wir einfach darauf warten, dass hier die Produktion von selbst steigt. Okay, die fahren jetzt gleichzeitig ab, wie man sieht. Das sollte also wieder passen. Und hier warten auch schon 26, 27 Leute. Super, also sind schon fast 30. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier die Bushaltestelle anzuschließen. Bin ich mir sicher. Also auch da wären wir eventuell schon fast profitabel unterwegs sein, wenn alles gut geht. Und auch vielen Dank für die Vorschläge für die Benennung der Linien. Ich werde das zwischen dieser und der nächsten Folge mal alles in Ruhe umbenennen. Die Idee mit den Kürzeln finde ich sehr gut, dass man für die Städte Kürzel vergibt und das hinten eben ranschreibt. Das werden wir, glaube ich, wirklich so machen. Gut, dann ist natürlich die Frage, wie viele Umsteiger sind da dabei? Weil von dem erwarte ich und hoffe ich mir ja mehr Verkehr für die Linie. Und was man da eigentlich noch machen sollten korrekterweise, ist dafür sorgen, dass hier sich nicht die Linien alle denselben Bahnsteig teilen, beziehungsweise mit dem Kohlezug könnten wir auf dem Bahnsteig 3 durch den Bahnhof durchfahren. Müssen wir uns auch überlegen, wie wir das handhaben. Oder wir können das auch ein bisschen erzwingen, theoretisch hier mit Einbahnverkehr. Dann würden wir jetzt für den Moment den Bahnsteig 3 geteilt nutzen für die zwei Linien. Am liebsten hätte ich es natürlich. Bringen wir das irgendwie auf die Schnelle hin. Passt es mal auf. Am liebsten hätte ich's, dass der Kohlezug nur. Das schafft man nicht so wirklich, dass der Kohlezug nur ein Gleis verwendet, eine Linie hier einfährt, die andere hier einfährt. Das wird eventuell ein bisschen Bastelarbeit. Aber es würde sich eigentlich lohnen. Also im Moment ist es wirklich ganz unideal. Also es wäre schon eine Verbesserung, würde ich sagen, wenn wir theoretisch das Gleisstück hier löschen. Oder wir können es auch andersrum erzwingen, für den Moment da einfach ein Einbahnsignal aufstellen. Dann fährt der Kohlezug zwangsweise. Okay, das war jetzt auf der falschen Seite. Eigentlich wollte ich es hier hin haben. So, da Einbahn. Genau, da fährt der Kohlezug zwangsweise auf dem Gleis 1 durch. So weit, so gut. Und die teilen sich jetzt immerhin das hier. Hilft auch schon ein bisschen. Speziell jetzt in diesem Moment gerade. Kohlezug pfitscht einfach durch. Vor allem bei der Rückfahrt. Das brauchen wir dann nicht mehr. Und jetzt ist eben die Frage, wie schaffen wir es, dass sich die zwei Linien hier, die zwei Bahnsteige teilen. Weil eigentlich, in meiner Erinnerung, soll es ja automatisch gehen, dass die das verteilen. Wir könnten. Was könnte man denn machen? Weil eben, wenn wir hier Einbahn schalten, dann gehen beide rüber. Und auch beide wieder zurück. Oh, jetzt haben wir kurz verwirrt. Das muss ich mir in Ruhe noch anschauen. Weil ich habe mir eigentlich gedacht, das wird schon automatisch verteilt. Aber zugegebenerweise, das habe ich auch in meinem Preview schon gesagt, Train Fever ist, was manche Sachen angeht, noch nicht ganz ausgereift. Der eine oder andere hatte gesagt, vielleicht ein bisschen zu früh rausgekommen, hätte noch ein paar Wochen vertragen. Stimme ich auch zu, habe ich glaube ich auch so letztlich irgendwo erwähnt. Also kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Es würde noch fleißig gearbeitet, von dem her natürlich super, wenn da was weitergeht. Und da habe ich auch gute Hoffnung, dass da noch einiges gepatcht wird. Aber das stimmt schon, es ist mal auf keinen Fall, zumindest im Moment, perfekt. So, und da kommt, glaube ich, unser
sozusagen Schnellzug. Ah. Okay, er zeigt zwar nicht an, aber er fährt bereits da ein. Na dann will ich nichts gesagt haben. Bin zufrieden. Und wir können wieder. Konnten wieder kurzzeitig was zurückzahlen. Okay. Gut, Straßenbahn ist diesmal dran. Haben wir jetzt 10, 12 Minuten verbracht mit Plauderei über irgendwas anderes. Ah, muss auch mal sein. Straßenbahn ist dran, heißt, können wir die direkt schon hinklatschen oder müssen wir noch was machen? Wir müssen noch was machen, weil die Haltestellen sind teilweise für die Straßenbahn jetzt nicht ideal verteilt, beziehungsweise wenn wir auch die Bushaltestellen dann ein bisschen verlegen müssen. Also da ist jetzt eher großer Umbau angesagt in Sarzbüttel. Ich glaube, hier würde sich eine ganz gut machen. Da werden wir die dafür, oder wir bauen sie hier hin und verzichten auf die da. Das geht natürlich auch. Bleiben wir uns mal ein bisschen was. Ich glaube, das werden wir relativ schnell erinnern haben. Hier machen wir auch Hin- und Rückfahrt. Und hier würde ich fast sagen, so weit draußen wie möglich. Und wir werden einige wieder löschen, keine Sorge. Das sind jetzt definitiv zu viele, ich weiß. Da werden wir ein paar löschen. So, hier halten wir. Hier halten wir, das ist gut. Dann halten wir noch hier, würde ich sagen. Da auch auf beiden Seiten. Hier auch auf beiden Seiten. Und irgendwo da ganz draußen als letzte Haltestelle. Wobei, da braucht man theoretisch nicht auf beiden Seiten. Aber ihr wisst eh, wie ich das handhab. Für den Moment machen wir es auf beide Seiten. Haben wir schon das Straßenbahndepot? Ich glaube nicht. Die Frage ist, wo können wir das noch hinschummeln? Ohne dass wir der Stadt da zu sehr im Weg sind. Entweder ein bisschen außerhalb irgendwo wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, das machen wir. Ja, gehen wir so irgendwo ein bisschen außerhalb hin, hier vielleicht. Genau. Passt. Und dann machen wir uns mal eine Straßenbahnlinie. In diesem Fall starten wir mal am Hauptbahnhof. Halten hier, 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 bei der Rückfahrt wieder da, da. Bahnhof. So, so, so. Und da hinten drehen wir um und fahren das Ganze wieder zurück. Sollte passen, werden wir gleich rausfinden, wenn wir da zwei, drei Straßenbahnen, in dem Fall natürlich moderne Typ T1 Straßenbahnen kaufen. Hoffen wir mal, dass sie sich gut verteilen. Lassen wir uns überraschen. Und jetzt natürlich die Frage, wie stellen wir da um, dass der Bus auch noch Sinn macht. Mal schauen. Daraus sollte man eventuell mittlerweile fahren. Beziehungsweise können wir natürlich theoretisch auch nachhelfen. Und falls es nicht zu teuer ist, da hinten eine Straße rumziehen. Natürlich schön, die da rein zu haben, aber das wird uns wirklich teuer kommen, das Abreißen. Ja, tut weh. Dann warten wir drauf, was die Stadt baut und fahren selber mal da hinten zurück. Da genügt. Na, machen wir auch gleich zwei hin. Wir werden es schon irgendwann brauchen. Die werden wir aufgeben, dann werden wir hier halten. Mal schauen. Vielleicht fahren wir so, halten hier, fahren die Runde ab mit einem Bus. Wir können auch theoretisch da rauffahren. Da haben wir zwar die Straßenbahngleise rauf, da können wir aber die Buslinie rauflegen. Dann ändern wir in dem Fall die gelbe Linie ab, würde ich sagen. Und zwar können wir auf alles unterhalb Haltestelle 1 verzichten für den Moment. Mal vorsichtig durchklicken. So. Gartenweg kommt auch noch weg. Und Kirchgasse für den Moment auch. Dann haben wir hier Dorfstraße, lassen wir auch auf. Birkenstraße. Eigentlich können wir fast alles wegnehmen. Wir fahren ja Birkenstraße. Mühlenstraße dann da raus, wieder zurück.
Moment, dann fahren wir so die Runde, oder? Und dann bleiben wir hier noch stehen. Und dann fehlt uns noch irgendwo eine Haltestelle oder er ist gerade verwirrt. Probieren wir es nochmal. Haltestelle hinzufügen. Der fährt da irgendwie gerade seltsam die Runde, weil er meint, das ist die idealste Route offensichtlich. Haben wir überall auf zwei Seiten. Das passiert normalerweise nur. Moment. Nochmal. Hier hin. Jetzt passt, oder? 6, 7, 8, 1. Und bei der Rückfahrt wieder. Das schaut gut aus. Dann brauchen wir die nicht mehr. Und die brauchen wir auch nicht mehr. Okay. Und die Buslinie 1 verweigert gerade die Anzeige. Aber macht nichts, müssen sie eh auch neu machen. Also Moment, eins haben wir noch vergessen. Bei der Linie 2, die wollten wir eigentlich noch da oben vorbeiführen, oder? Genau. So. Und was machen wir jetzt mit der roten? Da ist sie wieder, sehr schön. Im Prinzip passt sie nicht so schlecht. Abgesehen davon, dass sie sich komplett überschneidet zum Teil. Ich glaube, die führen wir da unten rum. Sollen wir sie trotzdem zum Bahnhof fahren lassen? Na, eher nicht. Entfernen wir mal das hier. Und nach der 6er halten wir so. Da fahren wir auf da runter. Dann kommen hier teilweise noch ein bisschen ausschweifen sozusagen. Und jetzt haben wir wieder für Verwirrung gesorgt, weil ich schätze mal genau, da ist keine Haltestelle auf der Seite. Da auch nicht. Eben deswegen baue ich sie zum Teil einfach gerne gleich. Und wollen wir jetzt zum Bahnhof fahren mit der Buslinie? Ich würde mal sagen, nein. Sollen wir hier eine Umstiegsmöglichkeit geben auf die andere Buslinie? Das schon eher. Und ich glaube, wir könnten... Bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier auch nochmal eine gemeinsame Haltestelle machen sollen. Und da oben haben wir jetzt noch nicht abgedeckt. Da könnte man aber auch mit dem Bus noch vorbeifahren. Ist jetzt besser? Wir werden es rausfinden. Ich glaube, wenn wir es laufen lassen, werden wir es sehen. So, wieder ein bisschen zurückzahlen. Sehr gut. Wie schaut es am Bahnhof aus? Nicht überfüllt. Hier ein bisschen mehr. Könnte jetzt natürlich etwas dauern, bis sich das alles reguliert und bis die Leute da drauf kommen, dass es hier neue Möglichkeiten gibt. Eventuell können wir auch den einen oder anderen Bus streichen. Das werden wir rausfinden. Die Straßenbahn macht schon mal ein bisschen Plus, das ist gut. 3 Minuten ist die Frage, ob wir da den Takt noch verbessern wollen. Ich würde sagen, ja. Was kostet ein Tram? 111.000 können wir uns in der Sekunde gerade leisten. Dann bitte direkt Abfahrt. Dann schauen wir, wie weit wir runterkommen. Haben Sie die schon halbwegs verteilt? Ja, die hat schon relativ viel Abstand gewonnen. Da sind wir noch ein bisschen zusammen, aber das wird schon noch kommen. Sonst können wir ja die eine oder andere mal kurz bremsen. Wenn wir da ein bisschen künstlich für Abstand sorgen. So. Dann helfen wir ein bisschen mit beim Verteilen. Kann sein, dass mich täuscht, aber ich hätte das Gefühl, Salzbüttel wird gerade wieder gut ausgebaut. Sehe ich mal wieder einige Baukräne. Heißt, die Stadt wächst vermutlich. Und, ah ja, bevor wir das vergessen, jemand hat auch gemeint, wäre doch eine Idee, hier einen Busterminal zu bauen, weil hier wäre schön Platz. Stimme ich absolut zu. Also einen Busbahnhof, wie es so schön heißt. Da werden wir ein bisschen das Gelände beleidigen mit der Aktion.
Ah, hier nicht. Dann bauen wir hier hin. Und, ah, verwendet den eh schon automatisch. Sehr gut, brauchen wir die Haltestelle nicht mehr. Oder habe ich jetzt die Linie gerade beleidigt? Schauen wir mal. Das ist Diedersdorf Linie 2, aber ich glaube, es passt noch. Er mag es nur die halbe Zeit nicht rendern. Ich nehme mal an, es sollte noch passen. Wir können sie natürlich noch dazu gruppieren. Ah, jetzt macht das. Perfekt. Ah ja, genau. Er hat es deswegen nicht gemacht. Das stimmt schon, dass er es nicht rendert, weil wir offiziell hier am Bahnhof gehalten haben und die Haltestelle nicht zum Bahnhof gruppiert war. Ah ja, Bahnhöfe umbenennen können wir auch gerne machen. Ja, wenn man hier klickt, heißt zwar noch Diedersdorf, aber wenn man hier klickt, heißt zum Teil, naja, eben, wie eben die Bushaltestelle hier auch immer heißt, Diedersdorf Haltepunkt. In dem Fall, das wäre eher Diedersdorf Bahnhof. Aber das mache ich auch gleichzeitig, glaube ich, mit dem Linien umbenennen, mal in Ruhe offscreen. Ja, und da schaut es mal so aus, als würden die Fahrgäste die Straßenbahnlinie halbwegs annehmen. Finanziell sind wir auch wieder ein bisschen runtergekommen von den Schulden. Wie schaut es jetzt hier aus? 70, und wo ist der Kohlezug? Ja, relativ weit entfernt. Heißt, da müssen wir eigentlich noch den ein oder anderen Anhänger dran packen, wenn man es ganz genau nimmt. So, und der bremst jetzt, weil, wo wartet der gerade? Hier, weil offensichtlich der entgegen meinen Wünschen auf die Idee gekommen ist, auf dem Gleis einzufahren. Also, ich stelle fest, die Züge suchen sich doch wohl aus, auf welchem Gleis sie einfahren, müssen wir also nicht nachhelfen. Und wieso habe ich das Signal hier gebaut? Das weiß auch keiner, das steht tatsächlich falsch. Eigentlich sollte das hier hin. Gut, dass wir es gleich direkt gesehen haben. Ja, dann können wir theoretisch die Regelung hier wieder aufheben. Na, lassen wir sie im Moment mal so. Das werde ich mir in Ruhe anschauen. So, der sollte jetzt eigentlich losfahren. Genau, dann können wir wenden wieder. Und das Signal müssen wir auf jeden Fall versetzen. Das habe ich tatsächlich falsch aufgestellt. Das muss hier hin, natürlich. Hat man auch schön jetzt in Aktion gesehen. Ein mögliches Problem. So, dann warten wir mal, bis der da durchgefahren ist. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen runtergefallen. Kohlezug hat sich auch verzögert. Ja, nicht zu schnell die Zeit vergehen lassen, weil wir wollten ja noch Waggons anhängen. Wo ist er? Da kommt er daher. Frage ist, wie viele? Man darf uns nicht täuschen lassen, jetzt durch die Menge. Weil jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr, dadurch, dass der Zug stehen geblieben ist. Zwei dazu, würde ich sagen. So. Okay. Dann ab ins Depot. Schnell die Züge anhängen und schnell wieder raus auf die Strecke. Kohle ist einer unserer wichtigsten Einnahmequellen. Wobei so langsam machen wir die Passagieren eigentlich auch sehr viel, muss ich sagen. Bin ich ganz happy. Zumindest wenn wir hier mal reinschauen, schaut es nicht so schlecht aus. Also die zwei hier natürlich. Die könnten mich noch ein bisschen glücklicher machen. Ab und zu schaffen sie es mal, halbwegs was zu transportieren. Müssen wir mal weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Mal schauen. Ich glaube, das wird schon noch. Wird jetzt eine Zeit lang dauern, schätze ich auch, bis in Salzbüttel die Straßenbahn und die neuen Buslinien sich durchsetzen. Aber der Verkehr hier am Bahnhof steigt definitiv schon. Und man sieht es auch mitunter an den Einnahmen. So, ich bin gerade wieder auf der Suche nach dem Kohlezug. Der saust hier gerade daher.
Eben da in dem Fall zum Beispiel, jetzt sieht man es gut, hier ist ein kurzer Abstand absolut geeignet, damit die Züge nicht zu lange warten müssen. Gut, aber das ist irgendwie noch erschreckend wenig. Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt, gebe ich zu. Aber wie gesagt, kann mich nur wiederholen, es kann einfach auch eine Zeit lang dauern, bis sich das hier alles durchsetzt, beziehungsweise müssen wir vielleicht einfach auch in Diedersdorf mehr Busse einsetzen. Da, Buslinie 2, totale Überfüllung, so wie es ausschaut. Dann werden wir uns fast noch den ein oder anderen Bus kaufen müssen. In Sarzbüttel hingegen könnte man vielleicht den ein oder anderen abziehen. Aber im Diedersdorf, ja, vor allem für die Zweier, da braucht man mehr. Wie schaut es denn aus? Können wir uns da wirklich den ein oder anderen sparen? Ich glaube, auf der Linie 1, ja, vermutlich auf beiden Linien. Dann machen wir das so. Versetzen wir die einfach mal. Ist zwar eine recht lange Fahrt, aber was soll's. Versetzen wir die mal nach Diedersdorf. Okay. Und ja, jetzt sind wir eh schon über die Zeit. Aber ich glaube, wir sind auf einem halbwegs guten Weg. Was uns jetzt definitiv noch fehlt, ist mehr Passagiertransport. Weil das kostet im Moment noch relativ viel Geld. Man sieht vor allem die neue Linie, die RB2, ist einfach noch viel zu teuer. Und auch die RB1 hat schon mal besser funktioniert, aber ich glaube, das kommt noch. Ich hoffe, das kommt noch. Hilft eh nur ein bisschen laufen lassen und schauen. Und naja, wenn wir dann hoffentlich nächste Folge oder so etwas Geld verdient haben wieder. Die Idee wäre, ja, ich würde mal sagen, dass wir vielleicht auf 8,5 zumindest mal runterkommen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt 8 oder 7 Millionen Schulden sein, aber einfach ein bisschen abbauen. Und dann würde ich fast sagen, können wir uns überlegen, ob wir nicht Mengerskirchen anschließen. Das wäre mal am naheliegendsten. Eventuell in Diedersdorf noch die Buslinien ausbauen. Und Knorndorf ist ja auch nicht allzu weit entfernt. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, wohin wir uns ausdehnen können, profitabel. Schaut es denn hier aus? 122 sind wir immerhin schon. Und ja, versuchen Sie mehr Güter abzutransportieren. Das wird so lange nicht gehen, solange hier kein Stadtwachstum stattfindet. Aber auch da sind wir auf einem guten Weg. Ah, ich zoome natürlich wieder mal nicht rein. Ich entschuldige mich. Dann werden wir uns hier noch eine kleine Mitfahrt mit unserem Kohlezug leisten am Schluss. Falls ich es schaffe, die Kamera so hinzudrehen, wie ich gerne hätte. Dann begleiten wir den noch auf der Fahrt, auf der letzten. Ja, mittlere Schwierigkeitsgrad. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen. Man muss auch ein paar Dinge auf jeden Fall optimieren. Spielt sich nicht von selbst. Ich glaube, wenn man ein bisschen besser gestartet hätte, wie wir es da jetzt gemacht haben, würde man auch gleich erfolgreicher sein. Ich habe natürlich sehr riskant investiert. Nicht zu vergessen, allein Zinsen zahlen wir ja im Moment ja nicht gerade wenig. Wie viel ist es? Ja, 150.000 fast. Auch das ist natürlich auch ja, eine Rate pro Jahr, die man zurückzahlen könnte. So, ich glaube, immerhin hier stehen die Signale richtig, oder? Genau, weil da müssen wir jetzt gerade auf die Linie 2 kurz warten, aber es ist eh schön ausgegangen. Da hinten fitscht die Linie 1, daher muss im Idealfall auch nicht bremsen. Ja, ich glaube, hier haben wir die Signale gut gesetzt. Ja, und Überlängenfolge haben wir auch produziert. Dann würde ich sagen, spule ich jetzt schnell noch ein bisschen vor. Warte, bis der Zug ankommt, damit wir hoffentlich noch mit ein bisschen Glück mit einem grünen Kontostand abschließen. Wir haben hier ein paar Fahrzeuge plattfahren. Hoffe, das wird auch noch bald gepatcht. Sehr schön. 481.
Und wir sind unter 9 Millionen Schulden. Perfekt. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.